sorry. Ja, wir kommen zum Let's Play Elden Ring. Ich habe mich für einen Samurai entschieden. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elder Lord. Erstens viel Glück und dann preiset. Gut. So mal gut. Schlecht. Hä? Wie drücke ich das jetzt? Aha. Was sagt er? Sieht etwas aus wie die Nachrichten wie bei Death Stranding.
Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besiegt den Thron des Eldenfürsten. Überreste plündern. Nachrichtleben. Passiert etwas? Was macht der hier? Jetzt gibt es noch mehr Nachrichten. Okay, hier ist Talent voraus benötigt. Welches Talent? Ich habe nur noch 16 Bewertungen. Okay. Blutfleck berühren. Oh. Ah, hier sieht man also ganz viele, die hier gestorben sind. Und hopp und tot. Hier wohl auch dasselbe. Okay. Vision hier von den Ring. Hier sieht es gefährlich aus. Nachrichten lesen. Erstens, Verräter. Was? Was habe ich jetzt? Warte. So greift man an. So ein kurzer Angriff. So. Okay. Kann ich jetzt das irgendwie nutzen? Nachlesen. Preiset Befleckter. Ist hier. Gibt es irgendwas in den Kisten, das ich einsetzen kann, das Sinn macht? Geht meine Waffe mit der Zeit kaputt? Okay. Nichts Interessantes auf der Seite. Und hier öffnen. Komm, wir öffnen. Okay. Was kann ich machen? Hier kann ich hüpfen. Okay, hopp. Kamerasteuerung, alles klar. Blutfleck berühren. So. Okay, das. Wahrscheinlich auch. Ich habe das Gefühl. Wagt es nicht. Okay. Muss ich wahrscheinlich nach unten. Und hier haben wir noch einen Blutfleck. Okay. Das schien mutig. Schauen wir, wie der gestorben ist. Okay. Und unter, okay. Hoch. Voraus. Keine Schatztruhe voraus.
Abrollen voraus. Geheimgang. Was? Und dann Geheimgang. Was ist ein Geheimgang? Hier? Kann man vielleicht drüber, aber ich glaube nicht. So. Zeit für dies, Elden Ring. Vorsicht vor Schwertkämpfer. Warum immer starker Feind? Übrigens Feuer versuchen. Was? Oh, Befleckter. Oh, was für ein schöner Baum. Ist das nicht schön? Hier. Und dann Achtung, Schatztruhe. Erstens viel Glück, keine Objekte voraus. Okay. Scheibe. Okay, Mama. Mama, nein, 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 nein. Okay, Scheibe, Scheibe. Okay, wie? Was? Was, was? Was, 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 was? Come on, Leute, das ist viel zu brutal. Nein, 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 nein. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was für ein Fernseher aus? Sorry. Hast du mich erwischt? Don't worry, Torrent. Fortune is on his side.
We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Flasche mit Purpurtränen. Flasche mit Himmelstränen. Ich muss noch was die Steuerung lernen. Ganz kurz. Also. Talent mit L2. Abwehr mit L1, springen X, Schritt zurück, Objekt benutzen und Ereignisaktion. Wie kann man rennen? Gibt es Rennen? Die Höhe des Wissens liegt tiefer unten. Springt das Loch vor euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegende Aktionen sowie andere Hinweise, die euch auf euren Reisen durch die Zwischenland helfen können. Also hier runterspringen. Ja? Ich habe das Gefühl, ich sterbe, wenn ich runterspringe. Kann man hier speichern? Was? Wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Kriegers und eure Kriegerbrut. Wohin geht's denn darauf? Immer noch kein Saatgut. Kurz gesagt, immer noch kein Überfluss. Und? Und hier? Von hier. Gegner voraus. Seid ihr bereit? Nee. Also, ich glaube, ich springe da runter. Aber. Und was gibt's noch hier? Kann ich die Licht anmachen? Es ist dunkel. Ich glaube, ich springe hier runter. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Objekt benutzen, Objekte wechseln. Okay, es ist nichts passiert.
Wahrscheinlich Todes. Ist das ein Hinterhalt? Gnade. Orte der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Ah, durch diese Rast. Oh, okay. Dann muss ich mir überlegen, ob ich das machen will. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärungen erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar aufrufen. Okay. Gnade berühren. Das brauche ich ja jetzt nicht, aber... Mal gucken, ob ich da irgendetwas habe, das zu wenig ist. Okay, ich kann auch so Gesten machen hier. Gesten finden. Ein Kartenmenü. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung informieren. Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr überdies jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen und sofort dorthin reisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, an denen dies nicht möglich ist. Okay, was ist das? So. Dann gehen wir mal weiter. Zeit treiben, Flaschenaufladung hinzufügen.
öffnen. Bogen versuchen. Oh, Scheibe. Soll ich den umbringen? Der schläft doch nur drüber, oder? Oder? Ja. Hallo. Jo. Wo ist mein Schwert? Ja, wo ist denn mein Samurai-Schwert? Okay. Ah, okay. Jo. Aber da wir jetzt hier lieber Abstand behalten wollen, dann machen wir das so. Kann ich da irgendetwas einsammeln von dem? Ja. Ich habe das Gefühl, ich möchte lieber das aus Distanz machen, solange es möglich ist. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr eine Waffe in der linken Hand oder mit beiden Händen Schilde und besonders effektiv die Abwehr. Das Abwehren verbraucht Ausdauer. Verbraucht ihr alle eure Ausdauer beim Abwehren, bricht eure Haltung. Allein ist Abwehr. Okay. So. Was ist das jetzt? Was? Ich kann Ego-Perspektive schießen? Ihr könnt gegnerische Angriffe durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jeder dieser Aktionen verbraucht Ausdauer. Schritt zurück, einfach Kreis zurück. So. Okay, gut zu wissen. Okay, das unnötig. Unnötig Verbrauch von Pfeilen. Unnötig. Und Vorsicht hoch. Bogenschütze voraus. Was? Will ich jemand hier umbringen? Oder soll ich hier lieber warten? Das ging irgendwie nicht so genau. So. Ja, das geht doch. Danke, Mann. Danke, Mann. Ich musste ein Like geben. Halten zum Sprint. Hä, was? Ah, okay, okay. Egal, okay. Okay, was ist hier passiert? Okay.
hier. Wahrscheinlich vom Pfeil getroffen. Scheibe. Mama. So. Zeit für das Talent. Also Talent ist ja mein Bogen dann. Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure effektive Stärke um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit einem Schild abwehren. Waffe für die rechte Hand wechseln, Waffe für die linke Hand wechseln und dann mit beiden Händen führen. Wenn man Dreieck und L1 oder R1 drückt, also eine der beiden Waffen kann man dann nicht. Okay. Also. Geil, geil, geil. Warte. Okay. Zweihändig versuchen. Aha. Dann hätte man den mit 2 Händen besiegen können. Hier ist jemand gestorben. Schauen wir, wie das passiert ist. Okay. Gut gemacht. Hier haben wir noch jemanden. Okay, ich glaube, der sieht etwas stärker aus, aber oh Mann, ich hab keine Feuerpfeile mehr, aber normale Pfeile, die funktionieren ganz gut. Bei fixierten Zielen wechseln, okay. Ist da noch jemand? Ja gut, da wäre noch hier nur Knopf 4 von hier aus treffen. Die Antwort ist ja. Hallo, du hast uns gefunden. Jemand auf dem Boden. Gucken, ob wir hier noch etwas haben. Also hier gibt's keine Tränke oder irgendwas. Das ist einfach kaputt und du findest gar nichts. Rüstet einen Bogen aus, um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt 2 Pfeilarten gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen. Führt ihr einen Bogen
beidhändig, kalter, was? Haltet L1, um präzise zu zielen, zu aktivieren. Zielt genau mit R. Pfeiltyp abfeuern, Pfeiltyp 2 abfeuern. Präzises Ziel. Okay, das habe ich schon gelernt. Da waren wir doch zu Beginn, nicht wahr? Genau, so lief es. Waffen haben Talente, also besonders Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Und FP ist der blaue Balken, nehme ich an. Moment, wir lesen. Ja, wir lesen. Zeit für dies Elden Ring. Keine Ahnung, was. Wow, das sieht etwas brutal aus. Ups. Wie viel? Noch 6 Pfeile. Yep. Noch 5 Pfeile. Es wäre gut, wenn wir diese Pfeile aufnehmen könnten. Duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden, besonders effektiv in hohem Gras. Angriff auf einen Gegner, der euch nicht bemerkt hat. Versuchen mehr Schaden als normal. Verursachen. Okay, also. Mit den drei Arme, was? Schöner Ausblick. Okay, mit R1 kann man einen kritischen Treffer landen, wenn man hinter dem Gegner steht. Es wäre gut, wenn man irgendwo die Pfeile aufnehmen könnte, die man verschossen hat. Wieso geht das denn nicht? Oh Gott. Oh. Ah, hier. Da sieht man den Pfeil. Wieso könnte ich jetzt diesen Pfeil nicht einfach nehmen? Oh, nope. Oh, nope. Oh, nope. Kann ich den Pfeil jetzt nicht einfach nehmen hier? Bitte. Wieso kann ich den nicht nehmen? Mächtiger Schuss, warte. Ich habe wirklich keine Pfeile mehr. Das heißt, ich muss jetzt kämpfen. Wir haben... Okay, warte. So. Okay. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladen und Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung eines Gegners zu brechen. Halten aufgeladener Angriff beim Springen. Sprungangriff. Okay. Nein. Fuck! Das war blöd. Ich dachte, der wird tot.
What the fuck, wieder? Nope, nope. Okay, komm, komm. Das war völlig unnötig, völlig unnötig. Was ist das? Ist das ein Gegner? Marikas Pfehle, wenn ihr sterbt, werdet ihr im letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay. Muss ich das berühren oder? Okay. Muss ich nicht. Okay. Was jetzt? Ist jetzt jemand tatsächlich kurz davor noch gestorben? Oh. Und jetzt? Hier? Wohin geht das? Den Nebel durchqueren. Was? Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkontern lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. Sofort nach dem Blocken einen Angriff. Ein Angriff Abwehrkonter, okay. Also R2. Okay. OMG! What the fuck? Hey, Kollege! What? Wie kann man aufladen? Oh nein. Kann man hier irgendwie aufladen? Okay, okay, das ist der Ring. Ich hab's verstanden und stirbt schnell. Wie bei den anderen. Nein, natürlich Marikas Pfahl, natürlich. Okay. Also, wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirm weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Okay. Hatte ich überhaupt Runen? Okay, das heißt, jetzt muss ich ganz kurz. Ja, genau. Moment mal, ich muss noch was die Steuerung in anschauen. Objekt benutzen mit Quadrat. Okay, und ich habe irgendwelche Dinge bei mir, von denen ich nicht weiß, was sie tun. Okay. Charakter dann umschalten. Okay. Was? Ah, okay. Und hier kann man, okay. Eine Heiligflasche, die nach dem Modell des goldenen Heiligen Grals gefertigt wurde, der einst eine Träne des Segens enthielt. Diese Flasche ist mit Purpurtränen gefüllt und stellt bei der Verwendung LP wieder her. Ruht euch an einen Ort der Gnade aus, um sie wieder aufzufüllen. Okay.
die im Grab erwachte Seele war dem Tode geweiht, bis ihr diese Flasche das Geschenk des Lebens gewährte und den Elden Ring zu suchen. Also das, okay, das ist eigentlich dasselbe, nur das Blaue, das macht die Magiepunkte zurück und von denen habe ich drei, da kann ich also LP wiederherstellen. Oh, wer ist noch? Oh. Ein goldener Samen, gefunden am Fuß einer Baumillusion, erhöht die Zahl der Nutzung einer Heiligflasche, kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden. Nach der Zertrümmerung des Elden Rings wurden diese Samen von Eldenbaum aus in die verschiedenen Länder verstreut. Es war, als hätte das Leben gewusst, dass es zu Ende geht. Also ich hätte schon dort das einsetzen können, damit ich die Flasche mehrfach einsetzen kann. Okay. Vielleicht sollte ich das nächste Mal, oder vielleicht kann ich das jetzt ja schon aufsuchen. Wartet. Wie weit? Oh nein. Okay. Bitte, bitte! Oh Gott! Okay, oh Mann. Also ist dieser Mühe so brutal, oder bin ich so schlecht? Ach je. Oh. Das sieht nicht gut aus. Okay, komm. Okay, wie besiegen wir den? Wartet, wartet, ich habe eine Idee. Ich schieße ihn einfach ab. Ich schieße ihn einfach ab. So. Nein, ich hab... Oh, Scheibe, 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 Scheibe. What the... Hey, geht's noch? Geht's noch? Okay. Okay, Kollege. Yes! Okay, ich habe fast kein Leben, aber irgendwie habe ich das hingebogen und das gar nichts. Kann ich anschauen, wie die anderen gestorben sind. Okay. So. Jetzt wäre es gut zu wissen, wie ich mich vollständig aufladen kann. Und es wäre toll, wenn ich jetzt nicht gleich hier sterbe. Hier draußen ist ja auch noch ein Gegner. Wie komme ich da raus? Wahrscheinlich hier. Abrollen versuchen. Nutzlosigkeit voraus. Von da bin ich jetzt gekommen und ich muss da rauf, natürlich. Soll ich mich jetzt aufladen oder warten, bis hin zu einem Dings kommt? Gut gemacht. Wahrscheinlich gerade erst begonnen. Okay. Okay, was ist das? Hm.
Und jetzt kann ich hier runter und dann da raus. Und dann sind wir ja wieder da, wo wir waren. Und ich hoffe, wir sterben nicht. Okay. Und hier? Reden. Okay. Wo ist nochmals der Ort, wo ich mich aufladen kann? Weil wenn ich da jetzt wieder runtergehe, dann muss ich das Tutorial nochmals machen. Und hier fängt gleich ein Bosskampf an, kann das sein? Ich habe kein Leben. Okay, das ist gut. Kann ich mich ja kurz okay, hier werde ich wieder bin ich jetzt wieder aufgeladen? Bin ich das? Ja, ich bin. Wunderbar. Okay. Jetzt mache ich das mit den Flaschen. Also, Flaschenaufladung hinzufügen, Flaschen verstärken. Flaschenaufladung hinzufügen. Anzahl der Flaschen. Nutzung mit einer goldenen. Ja, genau das. Und Moment mal, bevor ich das tue, ich schaue, was heißt. Menge der Flaschen aufgefüllten mit einer heiligen Träne erhöhen. Habe ich sowas? Nicht im Inventar. Aber das kann ich machen. Sehr gut. Kann ich das nochmals machen? Oh, nicht. Oh. Nur einmal, okay. No, kein. Was ist das? Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für ein Koop-Kooperations-Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt, der Finger, der euch gerufen hat. Cool. Okay. Scheibe. Ich spüre Probleme. Was wären denn die anderen Eingänge gewesen? Lingrave. Sieht schick aus.
Okay, da waren wir zu Beginn, ja. Okay, bevor wir hier weitermachen, mache ich eine Pause. Hier kann man offenbar auch nicht pausieren. Ich habe von einem Trick gehört.